Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Die Maus muss sich erst dran gewöhnen. Wir sind zuletzt hier stehen geblieben. Wir wollen nämlich ein paar Bücher uns ausleihen, in Anführungsstrichen. Und ja, gibt hier Imps. Das ist auch... Ah, Manu. Ich wollte doch aufnehmen. So, direkt erwischt. Ah Mann, ich dachte, ich würde die auch doppelt erwischen. Aber nein. Warum wirfst du nicht so weit, Hermine? Warum? So, nur noch zwei. Ah, da ist wieder ein Drache. Ach, deswegen geht sie natürlich alleine vor. Weil wir hier nur Zauber anwenden können, die sie kann, ne? Hallo! Wir haben ja auch mittlerweile gerafft, dass wenn Kisten nicht so offen ihren Mund aufmachen, dass da noch was zu holen ist. Aber ja. Hier einfach gar nichts ist. Okay. Naja, dann gehen wir mal den Drachen aktivieren und sammeln den Feuerball an und gucken mal, was wir dann anzünden können. Vielleicht den Kamin, ha? Das ist so süß. Ja, den Kamin. Ah. Oh, falsche Richtung. So, da haben wir da ist das Buch. Perfekt. Und jetzt direkt zu Hagrid. Alles klar, machen wir. Hast du was gefunden, was uns bei Seidenschnabels Verteidigung hilft? Ja, ich habe das Buch auch schon Hagrid gegeben. Moment, wie hast du das gemacht? Wir haben uns gerade erst getrennt. Naja, ich habe eine Abkürzung genommen. Komm, wir wollen uns nicht zur Zauberkunst verspäten. Es ist gleich hier. Haltet diese schrecklichen Dinger von mir fern! Lauft! Es hat total den Verstand verloren! Oh nein! Das sollten wir uns besser mal ansehen. Haben wir jetzt nicht Zauberkunst? Ja. Wir haben aber noch Zeit, dem Ding eine Lektion zu erteilen, was auch immer es ist. Deine Entscheidung, Harry. Deine Entscheidung. Mal wieder. Und dann motzen sie rum, wenn ich nicht hinne mache, ne? Da läuft eine Art Monsterbuch Amok. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um uns zu helfen. Nee, wir wollten uns das Spektakel angucken. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr alle Seiten besiegt. Es gibt insgesamt 5 Karten. Keine okay. Sorge, wir kümmern uns darum. Viel Glück. Ich würde ja helfen, aber ich bin spät dran. Ja, sehr spät dran. Alles klar. Devoto! 5-mal machen wir das Ganze also. Ah, das macht einzelne. Beste ist eigentlich, wenn die genau in dem Moment auf uns zusteuern, ja, ne? Aber wenn die da hinten... Ach, man muss die erstmal angreifen, damit sie auf einen kommen. Die Vertrauensschülerin sagte, wir bekommen alle 5 Karten, wenn wir das Ding... So. Oh ja, vor Spiel gespeichert. Das ist schön. Das sind einfach zu viele. Boah, es ist laut auf den Ohren, wenn wir da alle so reden. Ah, das ist diesmal keine Zeitleiste, sondern eine Lebensleiste, würde ich behaupten. So viel zum Thema Monsterbuch der Monster. Ein bisschen traurig ist es schon. Wir hätten es vielleicht zähmen sollen. Hermine! Aber so haben wir jetzt auch die letzte Karte, die wir hoffentlich aufgenommen haben, automatisch. Man hat gemerkt, gegen Ende, also in der letzten Runde, da sind die halt deutlich schneller gewesen, ne?
und sind auf einen zugestürmt. So, ich hoffe, die haben jetzt die Karte genommen, ne? Denke ich mal. Hoffe ich. Aber da haben wir ja alles gekriegt. Von hier fehlt uns noch eine Karte. Das haben wir vollständig. Das haben wir vollständig. Und das da. Ich glaube, das gab es über Seitenschnabel. Das bei dem Brunnen und das jetzt. Und ich finde generell, dafür, dass es 80 Karten gibt, haben wir schon gut was gefunden. Wir sollten jetzt wirklich zur Zauberkunst gehen. Willst du uns was verkaufen? Nein? Okay. Das nochmal auf. Ja. Schloss, wenn einmal Schloss da war, jetzt weg Hallo, ist es. Ich bin Professor Flitwick. Willkommen zu Zauberkunst. Heute lernen wir einen sehr nützlichen Gefrierzauber namens Glacius. Wer würde das gerne vorführen? Harry Potter, genau mein Mann. Wenn du bitte durch diese Tür treten würdest, können wir mit der Glacius-Aufgabe anfangen. Mit Glacius kannst du eine Reihe von Dingen gefrieren lassen, Harry. Fangen wir mit einem Amazonas-Salamander an. Ja. Jetzt Obacht, Harry. Du musst das Geschöpf und sein Feuer auslöschen. Versuch es. Aber war ja irgendwie klar, dass wir das mit Harry machen werden. Weil es gibt drei Zauberbereiche, so prüfungsmäßig, was wir sammeln können. Das eine haben wir mit Ron, das andere mit Hermine. Oh, den haben wir noch nicht gehabt. Glacius! Rektocentra! Okay, erst Glacius und dann dann angreifen. Gut, das haben wir. Oh, hier ist ein Geheimnis. Das erste von 5. Und eine neue Karte haben wir gekriegt. Also wir haben fast die Hälfte der... Versuch jetzt mit dem Glacius-Zauber das fließende Wasser gefrieren zu lassen, Harry. Glacius! Ausgezeichnet! Wow, das ist komplett gefroren. Und jetzt der beste Teil, Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Mit dem Pfeiltasten links-rechts drehst du dich. Mit Pfeiltaste oben wirst du schneller, mit Pfeiltaste unten langsamer. Los geht's. Wir sehen uns am Ende der Aufgabe. Seit wann ist Rutschen der spaßige Teil? Guck mal, wir rutschen noch nicht mal auf dem Popo. Sondern ganz cool auf den Beinen. Stimmt, wir müssen auch mal wieder zu links gehen, ne? Speichern. Ah, ja, das ging ja sogar. War gar nicht mal so schlimm. So. Aus. Rektocentra! Glacius! Rektocentra! Glacius! Das geht voll gut. Oh, da kommen jetzt solche. Mit einem Schlag hier weg. Und das nächste Geheimnis hier weg schon. Aber ich denke mal, das lag jetzt an den Feuern, die ich ausgemacht habe. Würde ich behaupten. Und nicht an den Gegnern. Ich denke, mit den Gegnern selber habe ich das hier freigemacht. Mann, oh Gott, Himmel. Ich dachte, ich hätte das Rutschen jetzt erstmal hinter mir. Aber nein, ich glaube, Rutschen ist hier natürlich bei einem Eiszauber sehr wichtig. Schön, dass ich vor allem die Kürbispasteten nicht gekriegt habe, aber ich kann ja nochmal hier rein. Und dann sind die Sachen, die ich bestimmt nicht eingesammelt habe, immer noch da, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann hier sonst, super, keins davon gekriegt. Sonst gäbe es ja unendlich von denen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Rektocentra! Rektocentra! Elasto!
Lager. Oh, oh, danke, Bohnen, danke. Ich wäre sonst einfach weitergerutscht. Hallo, Mora! So, da haben wir schon mal den dritten Geheimgang. Geheimraum. Ah, guck mal, die bleibt jetzt zu. Die kann ich nicht nochmal machen. So, dann geht's mal weiter. Kleine Rutschpartie. Ach, die können mich auch angreifen. Ich hab's mir schon gedacht, aber ist halt nie passiert, ne? So, das unten ist noch eingesperrt. Okay. Mal gucken. Schon ein paar. Hier genauso. Kann ich nicht nochmal benutzen? Kann ich auch nicht nochmal benutzen. Ach, kam das jetzt hoch? Ja. Das kam jetzt hoch. Und speichern. Bei Kürbis passierten haben wir jetzt auch schon. Ach ja, klar, hier gibt es natürlich sowas. Gibt es auf der anderen Bahn auch eins? Dann ist man ja dazu. Da kann man ja gar nicht alle auf einmal sammeln. Oder hat man dann nur noch die zum Sammeln übrig, die man nicht gefunden hat? Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen könnte. Und ja, das Spiel ist gecrashed. Wo bin ich denn jetzt hingekommen? Die Sache ist halt die, das Spiel ist mir gecrashed. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hierher komme. Warum ich jetzt hier auf einmal bin. Bin ich denn? Alles klar, ich bin gar nicht verwirrt. Okay, wir haben schon mal den Geheimraum 4 gefunden. Ich weiß auch gerade, ich kann auch gerade gar nicht in Worte fassen, wo ich überhaupt jetzt gewesen war zum Schluss. Ich bin ja noch in der Prüfung drin. 5 Wappen fehlen mir noch. Von da kam ich. Das Lustige ist hier einfach, dass hier halt nichts ist, ne? Also auch nicht, dass du hättest durch die Decke fallen können. Deswegen verstehe ich gerade nicht, warum ich da gelandet bin. Ist auch nichts weiter. Upsa. Okay, jetzt geht es da und dann kann ich dort auf jeden Fall weiter. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal so ein Ort sein, wo wir auf alle Fälle nochmal reingehen werden. Weil ich mir nicht sicher sein kann, dass ich da jetzt nicht dadurch irgendwas verpasst habe. Oh, hallo. Aber sind nur die Imps, okay. So, 2 auf einmal. Beide auf einmal. Oh, da kommen sie jetzt auf.
Ei! Oh, jetzt sind alle drei kaputt gegangen. Da war ich wohl ein bisschen zu nah, dem Geräusch nach zu urteilen. Kürbispasteten da einfach kommen. So, jetzt können wir wieder einfrieren und weiter. Wieder einfach Boden runterkommen. Ist natürlich jetzt also auch die Frage dann, wo solche Schilde noch zusätzlich sind. Oh nein, ich bin rausgeflogen. Aber das zählt ja trotzdem, dass wir das eingesammelt haben, ne? Na, dann würde ich mal den anderen langfahren wollen, langrutschen wollen. Das hat auch die Frage, müssen wir da alle einsammeln oder nicht? Da war auch irgendein Gang an der Seite, so sah das jedenfalls aus. Dass wir eigentlich hauptsächlich so um die Kurven einfach so kommen auch. Da ist noch eine Karte gewesen. Höchst interessant. Ach, wir haben es gekriegt. Ja, okay, ein Schild fehlt uns jetzt. Das ist wahrscheinlich dann entweder in der Rutschpartie zu verschulden. Harry, komm zurück, wenn du die Gratius-Aufgabe erneut an... Oh, aber du hast leider nicht alle Aufgabenschilde gefunden. Das ist wirklich schade. Ach, komm einfach wieder, wenn du Lust hast, die Aufgabe noch einmal anzugehen. Finde alle 10 Schilde und du kannst in den Bohnenbonusraum... Ich komme wieder. Also ich gehe davon aus, dass es auf einer Rutschpartie war oder halt durch das, den Absturz halt. Kannst du jetzt Dinge gefrieren lassen? Ich konnte überall rumrutschen. Boah, krass. Und Salamander, so groß wie Hagrid. Die blauen oder die purpurnen? Ach, ich denke, das macht auch keinen Unterschied. Du kannst die Glacius-Aufgabe noch einmal versuchen, Harry. Oder wir kommen später wieder. Na, wenn wir die Möglichkeit haben, später nochmal wiederzukommen, dann machen wir das doch später, oder? Weil jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit... Was meinst du, Hermine? Willst du es noch einmal mit der Draconiforce-Lappen-Hausaufgabe versuchen? Willst du dich noch mal an also da kann ich auf jeden Fall da und da auf jeden Fall nochmal rein. Da brauchen wir nicht... Ach doch, da waren die Geheimräume, die ich nicht komplett hatte, ne? Das hat die Überlegung. Trotz des gefährlichen Besuchers in Hogwarts wollte Harry unbedingt Hagrid besuchen. Er wollte hören, wie Seidenschnabels Verfahren gelaufen war. War das? Ich glaube ja. Armer Seidenschnabel. Armer Hagrid. Sie haben ihn hingerichtet. Hey, da ist ja Krätze. Siehst du, Ron? Krummbein war unschuldig. Hab ich dich, du freche Ratte. Ah, Ron! Harry, pass auf! Die peitschende Weide! Wenn der Hund da reinkommt, dann schaffen wir das auch.